Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir sind auf einem Piratenschiff. Das klingt weitaus aufregender, als es wahrscheinlich sein wird. Interessante Karte, die da im Hintergrund ist. Das Muster kommt mir bekannt vor. Oh, und ich sehe, glaube ich, auch, was der eine da meinte mit von wegen, das Gewand kommt mir bekannt vor. Interessant, interessant. Er witzelt darüber, dass ich ein Jahr Übung dafür bräuchte, aber ich kann mich daran erinnern, auf dem GameCube ziemliche Probleme mit diesem Abschnitt gehabt zu haben. Weiß nicht, irgendwie habe ich da immer mindestens zwei Anläufe für gebraucht. Mal schauen, wie viele es dieses Mal sind. Tja, ich schätze mal, ich bin keine 15 mehr. Augenscheinlich lief das ja gar nicht mal so schlecht. Jedenfalls Schatz, sicherlich in einem dieser Fässer. Meine,
darf mir das doch nehmen, oder? Sicherlich nicht in dieser dieser wunderschön gestalteten Schatztruhe, worüber ein Schildchen mit einem Totenkopf platziert wurde. Das kann nicht der Schatz sein, von dem Nico geredet hat. Das wäre ja gefährlich. Also so ein paar Rubine ist ja schon irgendwie mager. Bist du dir sicher, dass das der Schatz ist? Okay, na dann. So, eine fixe Bootsfahrt. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird niemals wieder so schnell laufen. Okay, viel zu verarbeiten. Erstens, ich liebe Wind Waker für diese kleinen Comedy-Momente. Die sind wirklich gut umgesetzt. Zweitens, woher zum Henker weiß Tetra davon, dass die Möwen, dass Ariel ständig von Möwen umgeben ist? Tetra hat Ariel vielleicht 5 Sekunden gesehen und währenddessen wurde sie von dem großen Vogel entführt.
Na, denk nicht zu viel drüber nach. Okay. Dann schleichen wir mal hier durch die Gegend. Wenn ich es richtig anstelle, dann sollten wir hier eigentlich zügig durchkommen. Okay, versuchen wir das mal. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem schlechten Plan. Ich nehme lieber mein Wurfgeschoss. Bam! Jetzt habe ich was. Gehabt. Mist. Tada, fast ohne Schaden. So, da gibt es jetzt so ein kleines Problem. Mehr als den Suchscheinwerfer ausschalten kann ich hier nicht. So, und das ist jetzt der Punkt, auf dem ich zu, an dem ich zu sprechen kommen möchte, an dem ich darauf zu sprechen kommen möchte, meine Güte, deutsche Gesetzkonstruktion, was ist mein Problem heute? Warum ich die HD-Grafik von Wind Waker HD nicht so wirklich toll finde, betrifft wirklich hauptsächlich die Beleuchtung. Die Lampen hatten in der originalen GameCube-Version einen sehr, sehr deutlichen Radius. Das ist jetzt natürlich technisch gesehen hier besser umgesetzt, ne? Das ist halt natürliche Lichtgebung quasi. Die haben natürlich einen Schimmer und so. Es ist realistischer, aber dadurch geht das Cartoonhafte flöten und die hatten dann halt nicht so einen schönen kontrastreichen Kegel, an dem man, Kreis, an dem man erkannt hat, wie weit dieser Licht,
wie weit das Licht überhaupt geht. Das vermisse ich irgendwie in der HD-Version. Es ist jetzt kein Weltuntergang oder so, es sind aber so diese kleinen Dinge, wegen der ich denke, deswegen spiele ich eigentlich doch lieber die GameCube-Version lieber oder hätte die lieber. Jetzt weiß ich offen gestanden gar nicht, ob ich da so durchkomme. So viel zum Thema perfekter erster Durchlauf. Die Pointe dabei ist natürlich, ich hätte das hingekriegt, wenn ich den einen Suchscheinwerfer da sofort bei meiner ersten Begegnung ausgeschaltet hätte, aber ich Depp bin da nicht lang gegangen. Das geht jetzt auch an die alle raus, also vielen Dank für die freundlichen Grüße und so, die wahrscheinlich bei der Einstelle, wo der erste Suchscheinwerfer in greifbarer Nähe war, quasi den Bildschirm angeschrien haben und sagt, ey du Depp, du bist genau da, du musst das noch machen, geh da nicht einfach weg, nein! Wir sehen uns dann gleich wieder. Also den Suchscheinwerfer, den könnt ihr euch gleich vorstellen, den habe ich dann schon ausgeschaltet. Wir sehen uns gleich wieder bei der Schleichanlage, wo ich gerade verpatzt habe. Okay, das tut jetzt natürlich noch ein ganzes Stück mehr weh. Ich hätte auf schnellem Weg hierher kommen können. Und bin am falschen. Ups. Das lässt sich auch einfach korrigieren. Aber nein. Oh. Los, gut, dass ich das alleine durchmachen muss und ihr das Ganze nicht mit durchleiden müsst. Wir sehen uns gleich. So, wieder angekommen. Es hat auch nur 10 Minuten oder so gedauert. Na, so schlimm war es glaube ich auch nicht. Das Gute ist, vorausgesetzt, ich habe nichts falsch im Kopf, das ist die einzige Schleichsektion im ganzen Spiel. Naja. Das war damals halt hip und modern. Also damals war Metal Gear Solid gerade sehr, 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 sehr beliebt und bekannt. Das war auch, glaube ich, so die Zeit, in der Splinter Cell erschienen ist. Schleichspiele waren in. Naja, jetzt habe ich endlich mein Schwert wieder und jetzt muss er nicht mehr schleichen. Schleich dich. Bam. Thank you.
Landurlaub nennst du das also? So, so. Naja, das gehen wir. Vorher nur noch mal kurz wieder so rückwirkend so ein paar kleine Sachen aus der Zwischensequenz. Ich kann, ich weiß nicht wieso, ich krieg dieses Bild nicht aus meinem Kopf heraus, wo
der große Vogel mit Ganondorf quasi sich austauscht und fragt, hey, ist das eines von diesen Mädchen, das du suchst? Mal so. Du großer Vogel, schmeiß das hier raus, ich will es hier nicht sehen. Zu grün. Naja. Ja, das war's dann auch erstmal soweit. Wir müssen dann in der nächsten Episode erstmal ein Segel finden. Wird sicherlich eine ganz einfache Sache. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.